Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und heute soll es um ein Thema gehen, was in letzter Zeit sehr viel immer bei mir im Livestream diskutiert wird und auch unter meinen YouTube-Videos doch immer mal wieder Thema ist. Und zwar geht es darum, dass sich viele darüber beschweren, dass sie ständig in den Noob-Teams sind, in den Bot-Teams sind und dass sie trotz allen Bemühens extrem viele Niederlagen am Stück einfahren. Und jetzt möchte ich mit euch einfach mal zwei Niederlagen von mir besprechen. Also auch, tut mir leid, wenn ich das jetzt hier schon spoiler. Aber die beiden Replays, die wir uns jetzt anschauen, werden in Niederlagen enden. Und wir gucken uns dann auch mal an, warum das so gelaufen ist. Ich persönlich, und das habe ich ja auch schon, glaube ich, in ein, zwei Videos, die etwas älter sind, angesprochen. Und ich werde das auch immer wieder in meinen Streams anbringen. Sehe es so, dass es im Prinzip eine 40-40-20-Regel gibt. Das bedeutet, ihr habt 40% der Gefechte, die ihr bestreitet, wo ihr, egal was ihr tut, verlieren werdet. Das ist auch völlig egal, ob ihr im Zug unterwegs seid oder ob ihr alleine unterwegs seid. 40% der Gefechte, die ihr bestreitet, könnt ihr einfach nichts machen. Ich würde sagen, dass dieses Match hier so eins ist, wenn wir das dann mal so abtun wollen. Grundsätzlich gibt es dann noch die anderen 40% und die kennt sicherlich auch jeder. Ein Match, wo ihr dran teilnehmt, ihr wart physisch dabei, aber ihr habt in diesem Gefecht einfach nichts dazu beigetragen, dass das Gefecht gewonnen worden ist. Das Gefecht wäre auch gewonnen worden durch euer Team, wenn ihr euch am Anfang des Gefechtes versenkt hättet oder sonst was, AFK geblieben wärt, keine Ahnung, oder ihr aus Versehen sofort geplatzt seid. Es gibt diverse Gründe dafür, aber jeder von euch kennt das. Oder zum Beispiel, ihr sitzt in einem T95 und fahrt die ganze Zeit nur hinterher und euer Team rasiert das Gegnerteam, ohne dass ihr auch nur einen einzigen Schuss abgegeben habt. Also 100 verschiedene Variationen sind möglich, aber unterm Strich war es völlig egal, ob ihr dabei wart. Ihr gewinnt trotzdem. Das sind schon mal 40% der Gefechte und die anderen 40%, wie gesagt, da könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ihr werdet sie einfach verlieren. Und dann gibt es diese 20%, die entscheidenden 20%. In diesen 20% der Gefechten könnt ihr durch euer eigenes Zutun, durch eure eigene Leistung entscheiden über Sieg oder Niederlage. Das sind zum Beispiel Situationen, wo ihr in einem IS-7 auf Ensk ohne Arti unterwegs seid, in einem 357. Da kommt es dann in vielerlei Hinsicht auf euch selber an, was ihr aus eurem Sieben rausholt, inwieweit ihr in der Lage seid, dem Gegnerteam euer Spiel aufzuzwingen. Also nur mal als jetzt wirklich triviales Beispiel genannt. Da gibt es sicherlich noch das ein oder andere Beispiel. Aber wenn wir das mal festhalten wollen, 20% der Gefechte kommt es wirklich auf eure Leistung an, was ihr bereit wart, dem Team zu geben, was ihr an Leistung gezeigt habt. Jetzt kann man dann also sagen, die guten Spieler schaffen es so, oder die sehr guten Spieler schaffen es, die Mehrzahl dieser 20% für sich zu entscheiden und kommen dann irgendwann bei einer Winrate von 57-60% raus. Es gibt dann darüber noch wirklich, wirklich noch viel, viel bessere Spieler. Das ist aber wirklich nur eine verschwindend geringe Anzahl, eine Handvoll, die es dann noch über deutlich 60% schaffen. Da ist es dann so, dass die so gut sind, dass sie es sogar schaffen, von diesen 40% Auto-Lose-Games tatsächlich noch welche zu ihren Gunsten zu entscheiden. Dafür muss man dann aber auch schon wirklich ein richtig, richtig guter Spieler sein, um da nochmal über die 60% Siegrate hinauszukommen. Es gibt eigentlich kaum Spieler, die wirklich so schlecht sind, dass sie es unter 40% Overall-Siegrate schaffen. Also die meisten Spieler schaffen es dann tatsächlich auch noch von diesen 20%, egal wie schlecht sie sind, regelmäßig mal welche zu gewinnen. Und ich persönlich habe bis jetzt nur ganz, ganz selten wirklich Accounts gesehen, wo man sagen kann, ey, unter 40%, der schafft es sogar noch, die Auto-Win-Games in eine Niederlage zu verwandeln, weil er so hart gegen das Team arbeitet. Aber das sind dann wirklich in beide Richtungen extreme Ausnahmen. Und wenn wir uns hier jetzt an dieser Stelle einfach mal einigen, dass es diese 40-40-20-Verteilung ungefähr gibt und dass auch die statistische Verteilung eigentlich auf den EU-Servern das Ganze noch unterstreicht, dann kann man weiterarbeiten. Dann kann man sagen, wenn ich es jetzt mal an einem Tag, keine Ahnung, nur auf 30% Siegrate geschafft habe, dann mag das ein vermeintlich schlechter Tag gewesen sein. Wenn sich das aber eine ganze Woche etc. hinzieht, dann muss ich mich vielleicht selber fragen, liegt es vielleicht dann doch auch an mir
Und dann haben wir, wenn wir da dann angekommen sind, dass die Leute die Bereitschaft haben, das zu hinterfragen, dann sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir quasi eine Lernkurve haben und wo wir dann uns auch hinsetzen können und sagen können, so, dann lass uns doch mal die Replays anschauen von den vermeintlichen Niederlagen, wo ihr der Meinung seid, ihr habt alles gegeben. War da noch mehr drin? War da wirklich nicht mehr drin? Das müsste jeder für sich selber machen, diese Analyse. Und ich sage das ja auch immer wieder, World of Tanks ist so ein komplexes Spiel, dass es sich grundsätzlich nicht an den Feierabendspieler richtet. Das klingt jetzt erstmal hart, aber wenn man das jetzt mal mit sowas wie Call of Duty vergleicht, wo man einfach reinklickt, man spielt ein paar Runden und man respawnt die ganze Zeit und selbst wenn man sechsmal hintereinander abgeknallt wird, irgendwann beim siebten Mal knallt man seinen Gegner dann auch mal ab und hat einen Frag. Bei World of Tanks läuft es nicht so. World of Tanks belohnt die Spieler, die sich bereitwillig mit der Thematik auseinandersetzen und die quasi ja, immer wieder versuchen, aus ihren Fehlern zu lernen und dann quasi das, was sie an Fehlern gemacht haben, irgendwann auch abzustellen und vielleicht besser in den nächsten Spielen unterwegs zu sein. Diese Einstellung, ich komme von der Arbeit, mache 5, 6 Gefechte, die ist grundsätzlich völlig in Ordnung. Da kann man auch gar nichts gegen sagen und für sowas ist ja natürlich auch ein Spiel da. Auf der anderen Seite gibt es natürlich in der Regel noch 14 andere, die vielleicht ganz andere Ziele in diesem Spiel verfolgen, beziehungsweise die Spaß nicht als Niederlagenserie verstehen, sondern im Prinzip Spaß darin haben, vielleicht häufiger mal zu gewinnen oder tatsächlich Lernerfolge zu verzeichnen. Das sollte man dann auch im Hinterkopf behalten. Ganz grundsätzlich, wie gesagt, ist es aber auch überhaupt nicht schlimm. Wenn man für sich persönlich sagt, ich habe so wenig Zeit, aber mir macht das Spiel Spaß, ich möchte einfach nur meine paar Runden am Abend nach der Arbeit zocken, um runterzukommen, dann ist das, denke ich, das Normalste von der Welt, aber in der Regel, und das habe ich festgestellt, und das ist so eine Sache, da möchte ich auch anknüpfen, in der Regel sind das leider dann auch die Leute, die sich darüber beschweren, dass sie die ganze Zeit nur in Vollidioten-Teams kommen, die dann quasi, ja, andere dafür verantwortlich machen, für ihr Scheitern und tatsächlich davon ausgehen, dass, dieses einfach nur sich abends mal kurz an den PC setzen, ein paar Runden zocken, dazu führen kann, dass man in World of Tanks erfolgreich ist. Und das ist leider nicht so. Ich habe das ja auch schon häufiger mal gesagt. World of Tanks ist ähnlich komplex wie Schach. Und um hier ja alles verstanden zu haben, muss man halt echt seine Hausaufgaben machen. Man muss das Sichtsystem verstanden haben, man muss die verschiedenen Panzerklassen verstanden haben, die Karten muss man verstanden haben, die Penetrationsmechanik, wann nutze ich welche Munition, wie bilde ich meine Crews am besten aus, welche Module verbaue ich in die Panzer, welcher Panzer eignet sich für welchen Spielstil. Also es gibt hunderte von Baustellen oder von Themenkomplexen in World of Tanks, mit denen man sich beschäftigen muss. Wer das leisten kann, der wird in der Regel ein relativ erfolgreicher Spieler in diesem Spiel. Und wer es halt zeitlich nicht schafft, für den gibt es immer noch Twitch oder YouTube, um diese Lernkurve quasi steiler zu gestalten. Aber um eine Lernkurve, wenn man denn häufiger gewinnen möchte, führt in World of Tanks kein Weg dran vorbei. Und auch das, wie gesagt, möchte ich jetzt hier einfach nochmal mit euch teilen. Wie gesagt, das ist jetzt auch überhaupt nicht irgendwie überheblich gemeint, sondern es ist halt tatsächlich so, wenn ihr in diesem Spiel häufiger gewinnen wollt, müsst ihr euch einfach zwangsläufig mit diesem Spiel mehr auseinandersetzen. Wenn euch das alles völlig egal ist, dann, ich hoffe, dann guckt eigentlich gar keiner meine Videos hier, weil grundsätzlich richten sich meine tatsächlich an Leute, die ein bisschen was dazulernen wollen. Und das beste Mittel, um besser zu werden, ist, seine eigenen Fehler zu analysieren. Hier habe ich jetzt in diesem Match mittlerweile schon über 5400 Schaden gemacht. Ich habe sogar noch ein bisschen was blind gemacht. Also wir sind jetzt hier mittlerweile schon bei 6200 Schaden, 5 Kills. Und trotzdem hat es nicht gereicht, hier den Sieg davon zu tragen. Der Skoda war noch voll AP, der Type 5 war noch voll AP. Und ich bin jetzt hier in den Carnarvon reingefahren. Der Carnarvon ja mittlerweile eine höhere DPM als der T110E5. Und ja, wir hätten vielleicht am Anfang ein bisschen was anders machen können. Vielleicht hätte ich noch aggressiver spielen müssen. Ich kann es euch an dieser Stelle nicht sagen. Das wäre jetzt eine Sache, wo ich mich persönlich hinstellen würde und sagen würde, okay, verbuche ich unter den 40%, wo ich nach besten Kräften agiert habe, wo ich versucht habe, das Maximum rauszuholen, wo es aber letztendlich nicht zu einer
ja, zu einem Gewinn gereicht hat. Und trotzdem sind wir eigentlich hier mit einer guten Runde rausgegangen. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal eins von diesen 20% Games an. Ja, in dieser Runde sind wir unterwegs auf Airfield. Ich bin wieder im Platoon mit Azum und natürlich muss man sagen, wenn man, wenn zwei Spieler sich zusammentun von dem Format Azum oder meiner Wenigkeit, dann kann man natürlich noch mehr Gefechte für sich entscheiden, ganz klar, das möchte ich aber mal außen vor lassen. Also da kann man auch von diesen 40% Games tatsächlich noch viele für sich entscheiden. Aber wie gesagt, vergessen wir einfach mal den Fakt, dass wir hier unterwegs im Platoon sind, weil darum geht es im Moment nicht. Es geht um eure ganz persönliche Fehleranalyse, um das, was ihr vielleicht hättet besser machen können. Und das ist, wie gesagt, und das kann ich immer nur wiederholen, das ist der wichtigste Schritt, wenn es darum geht, in World of Tanks besser zu werden. Natürlich muss man sich Wissen aneignen, natürlich muss man eine gewisse Erfahrung sammeln auf den jeweiligen Tierstufen. Man muss die Maps häufiger mal gespielt haben, um einen Eindruck für die Karte zu bekommen. Dafür mache ich zum Beispiel die Kartenkunde-Videos. Ich versuche euch bei vielen Sachen einfach meinen Lernprozess zu beschreiben und damit vielleicht euren abzukürzen. Also das ist in den meisten Fällen eigentlich die Motivation hinter meinen Videos. Und dann gibt es natürlich aber auch noch diese persönlichen Erfahrungen, die man sammeln muss. Und die kann man eigentlich nur sammeln. Ich habe keine Zeit, mir von allen meinen Zuschauern alle Replays anzuschauen. Dafür reicht mein Leben leider nicht aus oder meine Lebenszeit. Da möchte ich an euch appellieren, dass ihr vielleicht einfach mal gerade bei den Niederlagen, natürlich guckt man sich am liebsten die schönen Gefechte an, wo man dann vielleicht noch gecarried hat oder wo man alles richtig gemacht hat, wo es am Ende ein Panzerass geworden ist. Klar, die gucke ich mir auch am liebsten an, aber wenn es darum geht, besser zu werden, dann sollte man sich die, ja, Replays der Niederlagen anschauen. Und jetzt haben wir hier gerade die erste Situation gehabt, den ersten Fehler, den ich gemacht habe, gerade wo ich mir jetzt hier dieses Replay betrachte. Ich habe auf den KV-122 gepiekt, habe ihn gespottet und bin sogar so lange stehen geblieben an dieser Ecke hier, da wo jetzt die Lorraine steht, um auf ihn zu zielen. Und mir hätte eigentlich beim Blick ins Gegnerteam klar sein müssen, dass hier hinten mindestens ein TD gerne steht. Scorpion natürlich wie gemacht für diese Position hier hinten, auch durch die Kanone. Der hat mir jetzt hier einfach 500 HP abgezogen und das war meine eigene Schuld, einfach ein komplettes Missmanagement. Ich habe zwar dem KV-122 dafür einen Schuss drücken können, aber grundsätzlich war das hier von mir einfach schlecht gemacht. Jetzt hat mich Azum, weil er hier Probleme hat, mit dem E-75 darum gebeten, ihm zu helfen. Habe ich gesagt, kein Problem, bin gleich da. So, jetzt wollen wir schauen, KV-122. Das war jetzt natürlich ein besserer Trade, 400 for free. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Ihr solltet immer versuchen, den Schaden umsonst zu nehmen. So, und jetzt an der Stelle pieke ich nochmal. Und ich nehme ganz bewusst diesen Schuss vom KV-122 in Kauf. Warum? Weil ich weiß, dass ich einen viel schnelleren Reload habe. Azum kann sich keinen Schuss mehr nehmen. Ich kann den KV-122 jetzt gleich rausnehmen. Und dann haben wir hier eine Kreuzfeuersituation mit dem ELC Even 90. Azum kann hier rumpieken, ich kann hier rumpieken. Und wir haben somit eine Drei-Flanken-Bedrohung für den E-75, weil dieser KV-122 jetzt rausgeht. Also, das war dann wieder ein viel, viel besseres HP-Management bzw. Trading. Auch das so eine Sache, die ihr euch in euren eigenen Replays immer mal wieder vor Augen führen solltet. Hat es sich jetzt tatsächlich gelohnt, diesen Schuss zu nehmen? Hier in dem Fall hat es sich für mich gelohnt, weil wir diesen Panzer rausbekommen haben. Und jetzt können wir gemeinsam den E-75 angehen. Die Lorraine hilft uns dabei. E-75 dreht den Turm. Er hat kein Backup mehr in Form von dem KV-122. Und damit hat sich dieses Invest von diesen HP auf jeden Fall schon gelohnt. Und so solltet ihr an alle Situationen, die ihr so in einer Runde habt, rangehen. Guckt euch gleich an, hat dieses Tauschgeschäft, was ihr da jetzt gemacht habt, Sinn gemacht oder nicht? Wir haben jetzt festgestellt, das Tauschgeschäft mit dem Scorpion hat auf gar keinen Fall Sinn gemacht. Das waren 500 HP für Nasse, also einfach weggeschmissen. Dieses HP-Geschäft mit dem KV-122 hingegen fand ich sehr clever, hat sich für mich gelohnt. Und wir haben damit auch noch zusätzlich einen 9er Heavy hier rausbekommen. So, jetzt stehen wir natürlich hier trotzdem ein bisschen blöd. Azum ist schon weiter nach vorne gefahren. Ich habe jetzt gesehen, dass drüben unser Pershing arge Probleme bekommt. T-54, Centurion, HWK. Da hinten ist jetzt noch ein Udas aufgegangen. Das ist dann wieder das Thema freier Schaden.
ohne Risiko. Sollte man auch immer machen, wenn man kann. Und jetzt machen Asum und ich einen Fehler. Gut, das ist jetzt aber ein Fehler, den man auf das Platoon-Gameplay beziehen kann, dass wir uns trennen. Ich fahre zurück, um die Mitte quasi zu kontrollieren und Asum bleibt da vorne stehen. Also das war jetzt von uns als Platoon ein Fehler. Jetzt vermeintlich nicht unbedingt ein individueller Fehler, sondern jetzt hier bezogen auf das Platoon. Ich kann jetzt hier aber den Centurion rausnehmen. Wieder eine Kanone weniger für das Gegnerteam. Da hinten kommt jetzt noch der T9, der HWK. Ich bin gespottet. Mein Schuss geht leider daneben. Und der T29 gibt mir noch. Also auch das jetzt wieder ein schlechtes Tauschgeschäft. Als ich gespottet worden bin, hätte ich vielleicht erstmal wieder versuchen sollen, safe zu fahren, unspotted zu gehen und dann das zu machen, was ich jetzt hier mache, über das Sichtsystem zu arbeiten und einfach komplett risikofrei den T29 abzufarmen. Also auch hier wieder ein Fehler, der am Ende des Tages mein eigener individueller Fehler war, durch den ich wieder 359 HP verloren habe. Wie gesagt, nachdem ich den Centurion 5-1 da rausgenommen habe, hätte ich sofort wieder, weil da drüben der Scout lang gefahren ist, sofort wieder safe fahren sollen, erstmal warten, bis ich zugehe und dann hätte ich, ohne dass ich diese 359 HP hier verloren hätte, den T29 ohne Probleme abgefarmt. Das heißt, wir sind jetzt schon bei gut 900 HP von 1600, also mehr als die Hälfte der HP, die wir schon für schlechte Trades sinnlos weggeschmissen haben. Ja, und das sind dann einfach alles Entscheidungen, die unterm Strich dann irgendwann den Ausschlag geben über Erfolg oder Misserfolg. Ich hoffe, diese Rechnung, die ich jetzt hier für euch aufstelle, wird klar. Und ich versuche einfach für euch nochmal den Fokus zu schärfen, wenn ihr bereit seid, eure eigenen Replays anzuschauen, um dann vielleicht nachvollziehen zu können, hey, wo habe ich denn jetzt die Fehler gemacht? War das jetzt hier wieder ein gutes Tauschgeschäft? Hätte ich das besser spielen können? Was hätte ich besser spielen können? Das sind also Fragen, die ihr euch dann jedes Mal selber stellen solltet. Jetzt bin ich auf der Jagd nach dem HWK. Der hat hier gerade unsere Arti rausgenommen und ist jetzt hier hinten eine echte Bedrohung für unser Team. 10 zu 11, wir liegen Panzer hinten, das Gegnerteam hat noch beide Artis. Und ich habe den HWK sogar auf frischer Tat ertappt. Der HE-Schuss geht leider nur für 212 HP rein. Der Schuss sitzt satt für 458 und trotzdem, weil ich den ersten Schuss ein bisschen verdonkt habe, hat der HWK jetzt noch HP. Jetzt habe ich wieder, würde ich sagen, einigermaßen gut aufgepasst. Ich habe gesehen, dass der T54 da drüben versucht, auf mich zu pieken. Ich habe mich hingestellt, ich habe abgewartet. Ich muss jetzt diesen Schuss vom HWK nehmen, um ihn jetzt hier endlich rauszubekommen, weil das ist so der letzte, der mich hier wirklich outspotten kann. Und jetzt habe ich aus einer 1 gegen 4 Situation eine 1 gegen 2 Situation gemacht. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt hier hätte verhindern können, HWK den Schaden einzustecken. Alles in allem sind dafür zwei Kanonen rausgegangen. Also, hier bei dem HP-Verlust von den 219 HP, würde ich noch sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dafür zwei Kills gemacht. Also lassen wir das einfach mal stehen unter Pro. Jetzt habe ich das Problem, der Scorpion hat noch ein paar AP, ich habe nur noch zwei HE und der GW Panther ist natürlich auch noch da. Also jedes Mal, wenn mich der Scorpion G spotten sollte, laufe ich Gefahr, dass mich die Arti klickt mit meinen 179 AP. Was habe ich mir jetzt hier überlegt, nachdem ich jetzt hier die beiden Kanonen rausgenommen habe, sah das Zentrum grundsätzlich frei aus und ich möchte mich jetzt hier an der Stelle nicht irgendwo in irgendeine Ecke verkriechen, sondern ich möchte die maximale Übersichtsmöglichkeit behalten und habe deswegen mich dazu entschieden, mich hier in die Mitte zu stellen, um aus der Mitte dann vielleicht Spots generieren zu können. So, jetzt stehen wir hier. Unser Heck schaut noch raus, auch auf sowas immer achten. Das heißt, ich muss jetzt noch weiter in den Busch reinfahren, um auch, falls der Skorpion hinter mir auftauchen sollte, noch den Sichtschutz zu haben. So, korrigiert. Ja, und jetzt können wir das Ganze mal ein bisschen schneller laufen lassen. Das Match ist im Stream entstanden. Ich mache mal auf mal 2 und ihr seht, ich schaue mich die ganze Zeit um. Ich habe natürlich auch mit Asum in der Zwischenzeit gequatscht und habe gesagt, wir haben uns darüber unterhalten, was könnte jetzt passieren, wenn der Scorpion jetzt natürlich auf der C- oder B-Linie langfährt, dann würde ich ihn nicht spotten. Aber sobald er irgendwo im Bereich des Zentrums versucht zu crossen, ist diese Position hier eigentlich relativ gut, weil ich alles im Überblick habe.
in solchen Situationen, gerade in so 1 gegen 2 Situationen, gilt es dann auch manchmal einfach Geduld zu haben, zu warten, gucken. Die Gegner liegen einen Panzer vor, also die Gegner haben den Vorteil, ihr seid im Nachteil. Was heißt das? Ihr seid erstmal der passivere Part und ihr solltet abwarten, was passiert, was geschieht. Genau das machen wir jetzt hier in dieser Situation. Wir warten im Prinzip darauf, dass sich vielleicht irgendeiner der beiden gegnerischen Panzer irgendwo zeigt, dass wir einen Überraschungsmoment haben, einen überfallartigen Angriff starten können. Sowas in der Art. Ich habe gesagt, so bis Minute 5 werde ich hier noch warten und dann mal schauen, was so passiert. Ich mache mal wieder auf Geschwindigkeit mal 1. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Zum Cappen ist noch genug Zeit. Jetzt passiert hier nichts großartig. Aber das ist halt, wie gesagt, auch in so einer Situation muss man die Füße stillhalten, muss man hoffen, dass die Gegner den Fehler machen. Jetzt hier die ganze Zeit rumzufahren mit 179 AP und den Skorpion euch zuerst spotten zu lassen, ist dann meistens ja der sichere Tod. Von daher, wenn die Gegner gewinnen wollen und der Skorpion noch AP hat, dann soll er halt nach vorne kommen. Da ist er. Ich lasse ihn jetzt erstmal noch ein bisschen durchfahren. Jetzt schieße ich, damit ich genug Zeit habe, hinten rauszukommen, bevor er die Kanone drehen kann. Jetzt muss ich natürlich nur hoffen, dass die Arti hier nicht auf meiner Position eingezielt war. Und was mache ich jetzt? Ich weiß jetzt, dass der Skorpion in der Mitte ist. Ich bin schnell genug, falls er cappen sollte, zurückzufahren. Und genau in dem Moment habe ich mich jetzt dazu entschieden, sofort die Arti zu holen, weil ich jetzt, wie gesagt, weiß, wo der Skorpion stand und habe genug Zeit, sicher hinten rumzufahren, um zu gucken, ob hier irgendwo die Arti steht. Also nur, dass ihr das alles auch so nachvollziehen könnt. Bis jetzt auch die Entscheidungen dann eigentlich im Nachhinein alle noch gut. Wir haben jetzt auch den Scorpion zu einem One-Shot verwandelt, haben noch eine HE für den GW Panther. Da ist der GW Panther direkt gespottet. Wir können ihm oben durch das Shield reinjagen mit HE 360. Kill geht auf unser Konto. 6. Kill. Und wir haben jetzt eine 1 gegen 1 Situation gegen den Scorpion, der auch nur noch, One-Shot für mich ist, und ich habe mich jetzt dazu entschieden, weil der Scorpion sich noch nicht in unseren Cap gestellt hat, mich in deren Cap zu stellen. Warum? Weil ich jetzt hier cappen kann. Ich zwinge den Scorpion damit, an mich ranzufahren. Und in der Regel, gerade hier auf Airfield, stehen so viele Häuser hier, dass der Scorpion so dicht rankommen muss, dass ihr ihn Proxy aufmacht. Was bedeutet das? Wenn ihr ihn Proxy aufmacht, könnt ihr sofort schießen. Oder wenn er hinter einem Haus Proxy aufgemacht wird, dann muss er durch das Haus durchkommen oder um das Haus rumfahren, um euch zu resetten. Das war der Plan, warum ich mich jetzt hier in den Cap stelle. Also wenn der Scorpion jetzt an der Stelle irgendwo hier hinter mir auftaucht, dann muss er halt auf mich zufahren und muss mich resetten, weil cappen kann er jetzt nicht mehr. Ich habe noch genug Zeit zu cappen und wenn er versucht, mich zu resetten, dann kann ich ihn eigentlich easy rausnehmen. Also das ist der Hintergrund dieser Überlegung. Schauen wir mal, wie das gelaufen ist. Sekunden noch. Und da ist jetzt der Scorpion aufgetaucht. Und besser hätte es für mich gar nicht laufen können. Er ist Proxy aufgegangen hinter einem Haus. Ich weiß, wo er ist. Er weiß zwar auch, wo ich bin, aber er muss um das Haus rumkommen. Und jetzt habe ich trotz 55.000 Gefechten Erfahrung, mache ich jetzt einen brutalen Fehler. Und ich lasse das jetzt hier mal laufen. Da habe ich jetzt die rote Umrandung von dem Scorpion G. Diese Umrandung habe ich nur, weil diese Kanone fälschlicherweise durch das Haus durchzeigt. Und ich war jetzt ehrlich der Meinung, dass er durchschießen kann und dass ich durchschießen kann. Und ich wollte deswegen der Erste sein, der durchschießt. Ihr seht das hier, diese rote Umrandung. Das ist aber nur, weil hier dieser kleine Cursor ein bisschen die Kanone touchiert. Genau deswegen, seht ihr das hier? Die Kanone, aber alles andere, diese Kanone guckt hier, das ist ein Grafikbug, guckt hier durch das Haus durch und das hat mich in dem Moment so irritiert, dass ich geschossen habe. Und habe damit das Haus weggeschossen und ihm die Möglichkeit gegeben, durch das Haus durchzuschießen. Einfach komplett dumm von mir gemacht. Das hätte ich eigentlich mit der Erfahrung von 55.000 Gefechten wissen können, dass man durch diese Fenster nicht durchschießt. Und ich hätte das in dem Bruchteil der Sekunde einfach realisieren müssen, dass es ein Grafikbug ist, dass die Kanone da halt einfach nur durchschaut.
Ich habe mich davon ablenken lassen, ich habe abgedrückt und habe dem Scorpion damit die Möglichkeit gegeben, auf mich zu schießen. Er hat es dankbar angenommen und ich habe diese Runde verdonkt. Warum habe ich euch das jetzt so ausführlich gezeigt? Weil das jetzt hier zum Beispiel so eine 20%-Runde war, ja. Ich hatte diesen Sieg in der Hand. Ich habe durch clevere Manöver gerade zum Schluss eine 1 gegen 4 Situation zu einer 1 gegen 1 Situation gemacht und habe dann aufgrund meines eigenen Fehlers zum Schluss dieses 1 gegen 1 verkackt, obwohl ich bis dahin gute Entscheidungen getroffen habe, aber diese eine schlechte Entscheidung zum Schluss hat mich dann das Match gekostet oder hat uns dann das Match gekostet und damit ist eins von diesen 20% Gefechten halt nicht zu meinen Gunsten gelaufen und ich musste den Sieg dem Gegnerteam überlassen. Ja, ich hoffe, der Punkt ist soweit klar geworden. Ich will euch einfach nur dazu animieren, immer wieder eure eigenen Fehler vielleicht zu analysieren. Ich möchte euch auch dazu ermutigen, immer mal wieder, gerade wenn ihr der Meinung wart, hey, was ist denn da falsch gelaufen, wenn ihr es nicht wisst, guckt euch einfach eure Replays an. Es wird so viel klar und überlegt euch die ganze Zeit, habe ich das jetzt in dieser Situation richtig gespielt? Hätte ich es besser machen können? Also diese Hilfe zur Selbsthilfe soll dieses Video im Prinzip darstellen. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Ganzen gerne ein Like da. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!